Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Economio und diesmal sind wir weit gereist, nämlich bis nach Wien. Wien ist gut, weil wir sind auf einer Veranstaltung, die hat so viele Besucher wie Graz Einwohner. Herr Feldhofer, warum sind wir da? Ganz naiv gefragt. Weil das Wiener Wiesnfest ganz eine besondere, tolle Veranstaltung ist. Das würde man meinen, ist der erste Grund, dass wir da sind. Ein weiterer Grund natürlich ist, ich bin Veranstalter dieses Festes und das ist der Grund auch wahrscheinlich, warum wir heute hier sind. Fest ist ja relativ, also die Besuchermengen, die Umsätze, das ist ja unglaublich. Normalerweise reden wir sehr über Steuerthemen, aber das ist ein reines Unternehmerthema fast. Wie bringen Sie das unter den Hut, so nebenbei, neben der Kanzlei? Naja, irgendwie geht immer das alles. Also ein Unternehmer ist jetzt sehr eine aktive Person und da kriegt man schon irgendwie zusammen, dass man alles bewältigt. Keine Frage, aber wir haben hier ein tolles Team im Wiener Büro, was das Wiener Wiesnfest betrifft, mit einer sehr guten Geschäftsführerin und daher ist es schaffbar. Also ich bin jedes Jahr hier zu Gast, ein, zwei Mal und ich muss sagen, heuer habt ihr glaube ich nur Schippe nachgelegt. Das Wetter war toll, oder wird das Rekordjahr, oder? Das Wetter war sehr toll bis jetzt. Jetzt wird es zwar dann mit Beginn nächster Woche ein bisschen schlechter, das Wetter. Aber die Temperaturen heuer waren sensationell. Und wir sehen es also an den Besucherzahlen. Wir werden heuer ca. 320.000 bis 350.000 Besucher haben. In diesen 2,5 Wochen ist das schon eine ordentliche Größenordnung. Größenordnung ist gut. Jetzt mutmaße ich einmal, dass wir jenseits von 1 Million Biere sind. Alles mit Belege und Registrierkasse? Natürlich, selbstverständlich. Das heißt, wir sind bei den Wiener Behörden mittlerweile eine Vorzeigeveranstaltung, weil wir einfach mehr tun, als notwendig ist. Wir bemühen uns sehr gut organisiert zu sein, den Besuchern das beste Festerlebnis zu bieten, was möglich ist. Und Sie wissen, ich bin Steuerberater im Hauptberuf. Als Steuerberater, das muss ordentlich und gut gemacht sein, sonst gebe ich keine Ruhe. Das heißt, so gesehen sind auch viele Mitarbeiter in der Eventbranche durch mich schon sehr gefordert, weil ich sehr viel verlange. Aber natürlich, Registrierkasse, alles natürlich in bester Ordnung. Dass Sie hier der Boss sind, das weiß man in Insiderkreisen oder Unternehmerkreisen, aber nicht jeder, sage ich jetzt einmal. Wenn Sie in ein Gastronom kommt und Ihnen nochmal die Wörter erklären, wie punkto Steuer, da es gibt schon ein Lächeln, oder? Naja, Lächeln. Jede Aussage ist ernst zu nehmen und das, was ich mache, ich höre sehr, sehr gerne zu Beginn, was mir jemand mitteilt, dann mache ich mir Gedanken darüber und dann gebe ich eine Stellungnahme dazu ab. Aber ich antworte nie vorschnell, das soll man nicht. Ja, zuerst immer nachdenken, wenn jemand was sagt, ob was Gutes dahinter steht. Also man sieht ja, es herrscht hier Bewegung und das pralle Leben, also wirklich Respekt, Kompliment, das ist ein Wahnsinn. Arbeitstechnisch muss man, glaube ich, sehr flexible Kräfte hier einsetzen. Ich nehme an, Sie haben auch verschiedene Partner für die Gastro etc. Nicht nur Lieferanten, sondern auch welche, die ganze Zelte übernehmen. Flexible Arbeitszeiten, ich glaube, das ist das Credo der Zukunft. Ist ein Credo der Zukunft. Es gibt ja zurzeit einen Vorstoß der Wirtschaftskammer in Richtung flexible Arbeitszeiten. Nach einer Umfrage der Wirtschaftskammer Österreich sind 73% der Mitarbeiter von Unternehmen dafür, flexible Arbeitszeiten einzuführen unter Unternehmen. Daher ganz ein wichtiger Aspekt. Wir leben in einer sehr komplexen Gesellschaft, wirtschaftlich sehr verflochten weltweit. Daher müssen wir aufpassen, dass wir nicht an Terrain verlieren, weil bestimmte Länder, besonders jene Länder im Norden, hier ganz tolle Systeme haben. Das heißt, im Norden, in den nordischen Ländern von Schweden angefangen, gibt es Modelle, die wirklich eine hohe Flexibilität bieten und wo hier nur ganz bestimmte Regeln sind, was Urlaube betrifft für Mitarbeiter und Erholungsphasen. Also man geht dort nicht her und sagt, erlaubt ist das, was ausdrücklich erlaubt ist, sondern man sagt, man verbietet ein paar Dinge, der Rest ist erlaubt. Das Wort Flexibilität ist so ein schönes Schlagwort, so wie Innovation. Aber wie macht man es greifbar, jetzt auch steuertechnisch oder unternehmerisch? Ja. Für uns ist ganz selbstverständlich, dass zum Beispiel die Mitarbeiter Samstag, Sonntag arbeiten müssen, ja. In anderen Branchen nicht. Was wird die Zukunft bringen? Haben Sie da einen Tipp für uns? Im Grunde geht es darum, die tägliche Arbeitszeit, wöchentliche Arbeitszeit, monatliche Arbeitszeit besser einteilen zu können. Für die Unternehmen gibt es ein paar Vorteile und für die Mitarbeiter gibt es einige Vorteile. Für die Unternehmen ist der Vorteil, dass man Stillstandzeiten, wo man eine vielleicht schlechtere Auftragslage hat, besser ausfüllen kann und hier nicht die Kosten laufen und die Mitarbeiter herumstehen und nicht arbeiten können. Wäre nicht gut. Auch für die Unternehmen ist es gut, wenn die Mitarbeiter die ja auch einen Bedarf haben nach flexibler Freizeit in der heutigen Zeit, diese Freizeit flexibler genießen können, ihrer Familie sich widmen können zu bestimmten Zeiten, ihrer Gesundheit widmen können. Also auch auf Mitarbeiterebene weiß man, dass diese flexible Arbeitszeit und Einteilung gefordert ist von den Mitarbeitern. Das ist gut für die Gesundheit, für die Familie, für die Weiterentwicklung. Daher auf allen Seiten gibt es gute Gründe, hier diese Modelle flexibler zu gestalten. Homeoffice ist auch so ein Schlagwort. Jetzt frage ich Sie ganz konkret, zum Beispiel in Ihrer Kanzlei.
wird das auch früher oder später kommen, weil sie erschließen ja auch eine Berufsgruppe, zum Beispiel die alleinerziehenden Mütter etc., die da ja auf einmal voll da werden. Ja. Bei uns diese Branche in der Steuerberatung ist natürlich ein Thema dafür und das praktizieren wir schon sehr lange. Wir haben als Steuerberatungskanzlei einen Preis bekommen in Niederösterreich als familienfreundlichster Betrieb in unserem Genre. Zweiter Platz in Niederösterreich in der Größenordnung. Und das ist, weil wir das praktizieren. Wir sind ein sehr damenlastiger Beruf in der Steuerberatung. Frauen kriegen Kinder, brauchen daher Auszeit für ihre Kinder. Und wir haben mittlerweile sehr viele Teilzeitmitarbeiter, können sich die Zeit sehr frei einteilen, sind also hier sehr autark in der Bestimmung dieser Belange und können auch natürlich auch von zu Hause arbeiten. Also bei uns ist es mittlerweile gang und gäbe. Ich darf mich jetzt, obwohl wir auf der Wiesn sind, wieder mal auf Ihren tollen Newsletter berufen und es geht jetzt ums Rechnungslegungsänderungsgesetz. Für mich ein patentisches Dorf, sage ich ganz ehrlich, aber für das gibt es ja Spezialisten wie Sie. Änderung Größenklassen, Umsatzerlöse, was darf man da erwarten? Ja, es gibt einige Änderungen in den gesetzlichen Bestimmungen. Man nennt es Unternehmensrecht. Das sind Bestimmungen, die im Grunde für alle Unternehmen von Relevanz sind. Nicht ganz für alle, aber für sehr viele Unternehmen in Österreich. Und wir haben hier zwei Änderungen ab 2016 gültig. Das eine sind die Größenklassen eines Unternehmens, einer GmbH oder Aktiengesellschaft. Das Unternehmensgesetzbuch betrifft nicht Personengesellschaften oder Einzelunternehmen, sondern nur GmbHs, Aktiengesellschaften und auch noch andere Genossenschaften und dergleichen ähnliche Rechtskörper. Die Größenklassen wurden jetzt eine neu eingeführt, das sind die Kleinstkapitalgesellschaften. Üblicherweise sind das die ganzen kleinen GmbHs. Und als ganz klein oder kleinst GmbH ist jede Gesellschaft, die eine Bilanzsumme hat, die nicht mehr wie 350.000 Euro ist, nicht mehr wie 700.000 Euro Umsatz oder mehr wie 10 Mitarbeiter in der Jahresgewichtung. Und man darf zwei dieser Größenklassen nicht überschreiten. Dann ist man eine sogenannte Kleinstkapitalgesellschaft. Das hat zum Vorteil, dass man hier keinen Anhang mehr beim Jahresabschluss erstellen muss. Ist ein bisschen Arbeitserleichterung, also hier eine kleine Arbeitserleichterung für sehr kleine GmbHs. Wir haben jetzt über die Größenklassen gesprochen, aber ich nehme jetzt einmal an, es ist auch ein Unterschied, es gibt auch GmbHs, die sehr viel Umsatz machen, ich sage jetzt Immobilienwirtschaft. Das ist auch was geändert worden, oder? Ist auch was geändert worden, nämlich die Einteilung, was ist ein Umsatz? Ging zwar sehr einfach, diese Fragestellung hat aber manchmal wirklich Auswirkungen. Es ist jetzt etwas geändert worden, dass als Umsatzerlöse mehrere andere Erlösarten auch gesehen werden, die vorher nicht hineinfielen in diese Bestimmung. Und das bedeutet, wenn ich heute Verträge habe, wo drinnen steht, dass zum Beispiel mein Umsatz des Unternehmens maßgeblich ist für eine Pacht, die ich bezahlen muss oder für andere Vertragsgebühren oder Vereinbarungen mit Lieferanten, dann spielt das sehr wohl eine Rolle, wenn hier jetzt die Umsatzerlöse der Gradmesser und die Basis dafür sind, weil die sind in Zukunft normalerweise höher. Zum Beispiel gehören jetzt Einnahmen aus Vermietungen dazu zu den Umsatzerlösen, auch bei einer Tischlerei beispielsweise. Das heißt, hier muss man aufpassen, dass man Verträge nicht hat, die auf den Umsatzerlösen basieren, wo ich dann irgendwas bezahlen muss auf dieser Basis. Das könnte jetzt schlechter werden. Jetzt werden wir international. Jetzt kommen wir zur EU. Vorsteuerrückerstattungsfristen haben sich geändert innerhalb der EU, wo nicht alles schlecht ist. Wie ist bei dem Thema? Sie sagen das richtig, es ist nicht alles schlecht, es gibt sehr gute Entwicklungen teilweise. Es war so, wenn ein Unternehmer in Österreich im Ausland Geschäfte macht, Aufwendungen hat im Ausland und hier Vorsteuerbeträge hat, die er zurückerhalten kann, dann geht es über sehr formelle Prozedere natürlich mit dem Ausland, mit den ausländischen Finanzbehörden. Und hier war oft die Frist in vielen Ländern der 30.06. eines Folgejahres. Bis dahin musste man diese Anträge stellen bei den ausländischen Behörden, damit man ausländische Vorsteuern zurückerhalten hat. Das ist jetzt doch einfacher geworden in der EU. Die Frist beträgt nun 30.09. für die österreichischen Unternehmen und geht alles elektronisch über Finanz Online. Das heißt, man gibt die Belege bis 9. des Folgejahres bei Finanz Online ein, macht diesen Rückerstattungsantrag und das geht alles relativ automatisch. Man braucht auch keine Originalbelege dazu geben. Die ausländischen Behörden können zwar Originalbelege fordern, ab einer Größenordnung von 1.000 Euro aufwärts, bei Tankbelegen ab 250 Euro. Man sieht also ein nicht sehr formelles Prozedere und die Behörden müssen auch innerhalb von 4 Monaten diesen Antrag dann erledigen. Also 30.09. des Folgejahres, ganz wichtig für die Unternehmen, diese Vorsteuererstattung zu beantragen, weil sonst ist es zu spät und dann ist man um die Vorsteuerrückerstattung gefallen. Ganz naiv wieder mal von mir nachgehakt, innergemeinschaftliche Lieferung, ich bestelle jetzt Flyer bei
einer deutschen Online-Druckerei. Da zahle ich meistens gar keine Steuer. Oder war das dann illegal, was ich da mache? Nein, das ist alles sehr legal, was sie natürlich tun. Eine innergemeinschaftliche Lieferung ist schon von diesem System ausgenommen. Das heißt, diese Vorsteuerrückerstattung betrifft nur Kosten, die Sie haben im Ausland, die mit Umsatzsteuer, nämlich der ausländischen Umsatzsteuer, Ihnen verrechnet werden. Ansonsten, wenn es eine innergemeinschaftliche Lieferung oder Leistung ist, wird Ihnen ja diese gar nicht in Rechnung gestellt. Das geht über Reverse-Charge-Verfahren und dergleichen. Es geht also immer um die Belege, wo Sie die ausländische Umsatzsteuer entrichten müssen und der nicht auskommen. Und das können Sie dann über diese Verfahren rückerstatten lassen. Herr Feldhofer, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber ich bin Waldviertler und da ist Grund und Boden ein elementarer Faktor, sage ich jetzt einmal. Grundanteilsverordnung 2016 im Newsletter gelesen. Hör mir her, Gott, was ist das? Für manche Unternehmen eine kleine schlechte Stellung, ja, weil man weniger abschreiben kann, aber ich darf das wie folgt erklären. Die Grundanteilverordnung 2016 hat bestimmt die Aufteilung, wenn ich heute eine betriebliche Liegenschaft kaufe oder eine Liegenschaft, die ich vermiete vielleicht, dass die Aufteilung zwischen dem Gebäudewert und dem Grund- und Bodenwert, also der nackte Grund und Boden, auf eine bestimmte Art und Weise geregelt werden muss und aufgeteilt werden muss. Früher war es so, dass es eine 80-20-Regelung gegeben hat und man hat gesagt, vom Kaufpreis, wenn es nicht aufgeteilt war, dass 20% des Kaufpreises für den Grund und Boden war und 80% für das Gebäude. Jetzt hat man gesagt, ändert man das auf 40-60%. Das heißt, wenn das nicht aufgeteilt ist, dass er besser eruierbar ist, sind 40% des Gesamtkaufpreises der Liegenschaft für den Grund und Boden zu sehen und 60% fürs Gebäude. Das hört sich jetzt noch unverfänglich an, hat aber leider eine Folgewirkung, weil Grund und Boden nicht abschreibbar ist und damit auch die Steuerlast nicht gemindert wird dadurch. Ein Gebäude ist abschreibbar. Nur wenn jetzt der Grundanteil in Zukunft mehr ist vom Kaufpreis und der Gebäudeanteil weniger ist, heißt es, dass man weniger abschreiben kann und da sich die Steuerlast weniger mindert durch diese Abschreibung. Also doch etwas nachteilig. Aber die Entschärfung dieser Bestimmung ist, dass diese Aufteilung nur für Gemeinden gilt über 100.000 Einwohner und da gibt es nicht so viele Gemeinden in Österreich, die über 100.000 Einwohner haben. Wien zum Beispiel ist eine Gemeinde mit über 100.000 Einwohnern und wo der Grundpreis üblicherweise über 400 Euro liegt pro Quadratmeter. Also das ist auf wenige Regionen beschränkt in Österreich und es gibt noch eine weitere Entschärfung dieser Regeln, wo man sagt, weicht jetzt offensichtlich, wirklich erkennbar, diese Aufteilung von diesen Standards ab. Dann kann man auch hier nachweislich, wenn es zu mehr als 50% abweicht, hier die andere alte Regelung nach wie vor anwenden. Also eine Änderung ja, aber sie wird Gott sei Dank nicht in allen Fällen schlagen, sondern doch eher in wenigeren Fällen, besonders dort, wo es um sehr hohe Grundpreise geht und Gemeinden mit hoher Einwohnerzahl und sehr hohen Grundkosten. Aber rein vom Investitionsvolumen her oder von der Freudigkeit werde ich dann eher im Brunnen und Gebirge als in Wien bauen, weil das ist ja wirklich schlagend, wenn es halt zum Gebäude um 10 Mille geht. An sich richtig ausgedrückt, vollkommen richtig von Ihrer Logik her, aber trotzdem ein Investor wird sich davon nicht beeindrucken lassen. Er wird dort investieren in Grund und Boden und Gebäude, wo er sagt, dass es eine sinnvolle, gute Investition ist. Sind ja auch nicht umsonst mit Ihrem Event hier in Wien, sage ich jetzt einmal. Also Wien hat schon seinen Wert. Linz wird es dann auch betreffen, Graz, Salzburg, Innsbruck primär. Es ist so, dass also die Preise in Linz teilweise unter diesen 400 Euro sind. Aber es kann natürlich auch passieren, wenn die Gemeinde Sprengel groß genug ist, über 100.000 Einwohner, und der Quadratmeterpreis über 400 ist, dass es auch andere Bereiche betreffen kann. Und wieder ein Salto retour zur EU. Wir sind ein Dienstleisterbetrieb. Ausschluss der Energieabgabenvergütung, betrifft das auch uns oder jetzt wieder nur die ganz Großen? Es trifft alle. Das heißt, dieser Ausschluss, der jetzt an sich durch das Unionsrecht beiseite geschafft wurde, ist eine gute Sache. Es gibt die Energieabgabe, die mit Energiekosten verbunden ist, die jedes Unternehmen zu tragen hat. Und es hat bis 2011 die Möglichkeit gegeben, dass diese Energieabgabe vergütet wurde. Das heißt, der österreichische Staat hat diese Abgabe vergütet, bis dann von selbst bereut von vielleicht 400 Euro. Also man hat das Geld zurückbekommen, was man vorher dem Energieunternehmen bezahlt hat. 2011 hat Österreich, der österreichische Staat gesagt, wir wollen nicht mehr, dass Dienstleistungsunternehmen hier eine Vergütung bekommen,
sondern nur mit Produktionsunternehmen, die sehr hohe Energiekosten haben. Und hat aber das übersehen, der EU zu melden, die Abschaffung dieser Beihilfe. Und das hat jetzt dazu geführt, ist angefochten worden, dass man entschieden hat, dass die Abschaffung dieser Vergütung rechtsunwirksam war und daher nicht gültig ist. Daher dürfen jetzt diese Erstattungsanträge ab 2011 rückwirkend wieder gemacht werden. Die Verjährungsfrist ist 5 Jahre, geht sich also jetzt noch aus. Und es können also jetzt diese Vergütungsanträge von 2011 bis 2015 gestellt werden. 2016 wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen, weil jetzt die Abschaffung dieser Beihilfe vom österreichischen Staat EU richtig gemeldet wurde. Aber da hat der österreichische Staat Gott sei Dank was übersehen. Mal sagen, was gut ist für die Unternehmen. Das heißt, auch die Dienstleistungsunternehmen erhalten jetzt von 2011 bis 2015, können Anträge stellen, dass die Energieabgabe rückvergütet wird und da kommt schon ein Geld zusammen. Weil Sie müssen bedenken, ein Hotel, ein Skilift, das sind alles Dienstleistungsunternehmen, die haben natürlich immense Strom- und Energiekosten jedes Jahr. So schön es auch ist, mit Ihnen zu sprechen, aber wir müssen uns langsam wieder auf das Finale vorbereiten. Der Tumult hinter uns wird auch schon immer höher, wie man ja eh schon mitkriegt selber. Retour zu dieser Wiesn. Darf ich ganz naiv fragen, wie kommen Sie zu dem? Weil ist ja jetzt nicht Ihr Hauptmedium oder Ihre Kernkompetenz. An sich, Sie sagen schon richtig, in meinem Hauptberuf bin ich gelernter Steuerberater, Unternehmensberater. Aber es war so, in meiner Familie waren immer alle selbstständig. Also war für mich auch die Selbstständigkeit dann nie ein Thema. Und ich bin ein sehr aktiver Mensch, war sehr lange auch in der jungen Wirtschaft tätig. Als Bezirksvorsitzender im Landesgremium von Niederösterreich. Also ein sehr aktiver Mensch, was Unternehmertum betrifft. Und mich begeistert Unternehmertum. Finde ich was einfach Tolles. Und es hat sich einfach zufällig ergeben über einen Klienten in der Steuerberatung, dass auf einmal dieses Unternehmen bei mir gelandet ist und das bauen wir heute jetzt seit dem ersten Jahr schön auf. Wir werden heuer, also wie gesagt, doch 300.000, 350.000 Besucher hier begrüßen in 2,5 Wochen und haben jetzt mittlerweile doch in diesem Genre österreichweit natürlich das größte Brauchtums- und Wiesenfest installiert. Haben viel Freude damit. Sie sehen, wenn Sie sich herum ein bisschen umsehen, sehr viele Menschen mit strahlenden Gesichtern, die voller Freude sind und jetzt noch einen schönen Abend erleben werden. Nehme ich Ihnen alles ab, alles auch sehr positiv, muss ich ja sagen, es ist wirklich wunderschön. Aber die Größenordnung ist ja abnormal, also kann man da ruhig schlafen? Ich frage jetzt von Unternehmer zu Unternehmer. Ja, das kann man schon. Es ist so, nach 30 oder 35 Jahren Selbstständigkeit schlaft man schon ganz gut, auch wenn man manchmal Sorgen hat und sagt, okay, wie löst man gewisse Problemstellen? Und auch der Umfang der Arbeit natürlich auch schon sehr hoch ist. Aber es ist einfach Routine mit der Zeit. Und wenn man in der Steuerberatung seit 30, 35 Jahren auch mit sehr tollen Unternehmen zu tun hat, die aber alle auch ihre täglichen Problemstellen haben, lernt man natürlich sehr viel über das Unternehmerleben. Was ist wichtig, was ist weniger wichtig, worauf muss man sich fokussieren? Und das hilft natürlich dann auch schon, mit dieser Praxis auch ein Unternehmen gut aufbauen zu können. Und abgesehen davon habe ich ja wirklich im Wiener Büro ein tolles Team, tolle Geschäftsführung, tolle Mitarbeiter. Die machen das schon sehr gut. Sie haben auch Riesenpartner dabei, ich sage jetzt so einen Rewe-Konzern, die Brauereien, die hier sind, diverse Lebensmittellieferanten. Aber ein paar Mostviertler haben da auch mitgewirkt die letzten Jahre, oder? Ja, natürlich. Und ich bin ja auch ein Mostviertler. Also so gesehen ist das schon eine kleine Mostviertler-Veranstaltung. Sie drücken es schon richtig aus. Also so diese Grundinitiatoren und wichtigen Personen kann man eigentlich wirklich alle aus dem Mostviertel. So gesehen ist es wirklich fast eine Art Mostviertler-Veranstaltung, das Wiener Wiesnfest. Ja? Diesen Stolz nehmen wir mit, weil als M4TV taugt uns das natürlich total, die Aussage. Und Ihnen darf ich noch viel Vergnügen mit dem weiteren Verlauf der Sendung wünschen. Wir sagen Tschüss aus Wien und hoffentlich nächstes Jahr sind wir wieder da. Wiedersehen.